Moin miteinander und willkommen zurück zu Creativerse mit Drakon und dem Tito. Yo. Ja, letzte Folge haben wir genau hier Schluss gemacht und ich habe mich mit Tito eben ein bisschen beraten, was wir denn nun machen. Und das Beste wäre wahrscheinlich einfach, einen Ausgang außerhalb des Flusses zu finden und zu graben. Und da werden wir uns einfach mal hier nach oben graben und mitnehmen, was geht. Genau. Ich will eine Sache mal ausprobieren. Ich habe nämlich was hergestellt. Ja. Einen kleinen Moment. Geh nicht zu weit weg, aber komm mir nicht zu nahe. Kriege an. Ich will einfach. Ja, ich will einfach nur mal was ausprobieren. Ich habe TNT hergestellt, aber die einfachste Form. Mal gucken, ob man damit irgendwie hier den Stein wegsprengen kann. Ja, das ist eine gute Idee. So, okay. Das Ding steht da jetzt und unten steht da eine Bombe. Interact. Hilfe! Ja. Ich hab, glaube ich, was abgekriegt, ne? Ja, du bist weggeflogen. Aber ich Aber weiß ich habe auch Stein weggesprengt, ne? gar nicht. Ja. Das heißt, man kann sich auch durchsprengen durch sowas. Ich kann nicht wissen, was so eine große dann für Schaden macht. Und wie schnell man abhauen muss. Aber vielleicht hat Na man gut, okay. auch länger Zeit. Ich hole mir jetzt meine Stone Mining Cell. Und jetzt wird gemeint. Vielleicht machen wir uns eine etwas breitere Treppe, irgendwie so drei Stufen. Genau, finde ich auch. Ich mache hier mal die linke Seite. Und hier mache ich dann mal immer eine Fackel. Scheiße. Mein Handschuh ist kaputt. Nein. Ja, Echt? muss alleine machen, ja, im Moment. Hast du gar keinen Handschuh? Nur Weil Wood. ich hätte noch einen zweiten. Also ich habe einen zweiten parat, aber man kann das ja nicht hin und her Ja. also tauschen, ne? Nee, leider nicht. Du machst das schon. Ah, nächstes Mal müssen wir auch noch eine Kiste mitnehmen. Ja. Aber theoretisch ja, ne? Ja, kann man ihn Ein tauschen. Prozessor immer mitnehmen und eine Kiste. Das finde ich auch doof, dass man nicht irgendwie einen Gegenstand auf den Boden werfen kann oder so, dass ein anderer das aufheben kann. Oder dass man ein Handelfenster hat oder so. Das finde ich doof. Ja, das kommt bestimmt alles noch. Ja. Andere Sachen sind wahrscheinlich erstmal wichtiger. Hauptsache sie implementieren erstmal den Shop. Genau. Das ist wichtig. Ja. Es ist ein Shop geplant, liebe Zuschauer. Das Gute an dieser Buddelaktion ist echt, man kriegt jetzt die verschiedensten Steinarten, ne? Hier kann ich wieder dann. Oder auch nicht. Das war nur ein normaler Stein dazwischendurch. Kommen langsam nach oben. Hier kommen normale Steine. Und Seegraben, graben, graben. Graben im Grabesschritt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann graben sie noch heute. Genau. Meine Güte. Ich möchte gar nicht wissen, wie tief wir gerade sind. Naja, der Fluss hat uns, glaube ich, ganz schön nach unten gebracht. Ja.
Die Normalsteine schnappst du dir alle immer, ne? Ja, ich versuch. Nee, finde ich auch gut, ne? Das spart dann meinen Handschuh. Das hier oben ist, glaube ich, jetzt normaler Stein. Los hier. Dirt. Okay, wir kommen langsam. Gleich mal wir oben, fällt weg und dann flutscht hier nur noch das Wasser rein. Ja, genau. Dann lache ich mich Weil wir tot. da plötzlich dann im Meer auftauchen. Gitter. So schön gebuddelt und dann abgesoffen. Ab kurz zur Seite. So, weiter geht's. Ja, aber Dirt, also jetzt, ja, wir sind ja jetzt im Erdreich, ne? Genau, es sollte nicht mehr so viel kommen. Vielleicht kommt gleich noch irgendwie Dead Grass oder so, aber das war's dann. Ah, wir buddeln schon echt. Guck mal nach unten, wir buddeln echt schon eine ganze Weile. Hölle. Also das Ende des Tunnels ist so ohne weiteres nicht zu sehen. Hier ist gleich vorbei. Da ist eine Grasnarbe zu sehen. Jo, hier ist offen. Hey, Licht, Licht. Jo. Und wir waren hier schon mal. Hier steht eine Fackel. Echt? Ja. Okay. Ja, wollen wir uns die Stelle irgendwie markieren? Schwer zu sagen, ne? Ja, hast du noch Fackeln? Dann machen wir links und rechts daneben eine. Lustig. Alter, guck mal nach unten. Wir das jemals wiederfinden. Aber wenn, dann freuen wir Aber uns. sieht geil aus. Ja. Von der Weg in den Abgrund. Soll ich mal kurz gucken, was ich da denn alles jetzt mitbekommen habe? Guck mal, ich habe nur vier Magnetite insgesamt gekriegt. Ah, die sind selten, ne? Scheinbar. 27 Limestone. Ganz viel Stone. So, das ist Dirt. Okay. Also das meiste ist echt Stone, was ich da rausgeholt habe. Ja, ich glaube, diese Steinschicht, die war am dicksten, ne? Ja, genau, ganz genau. Na gut, egal. Was machen wir? Hilfe, was tun wir? Wir Ja, brauchen Sand. genau, ich würde sagen Richtung Basis und dann fangen wir da an, langsam nochmal ein bisschen wieder was aufzubauen. Ich glaube, jetzt haben wir echt viele Ressourcen gesammelt. Ja. Ich glaube, das wird Ja, Zeit. Holz haben wir ein bisschen. Das stimmt. Was wir natürlich ein bisschen mehr haben könnten, ist also spezielle Steine, aber ich denke mal, wir müssen auch erstmal die Rezepte freischalten, bevor wir wissen, was wir genau brauchen. Ja, würde ich auch sagen. Paar Pilzchen. So.
was ist denn das hier? Hast du schon wieder entdeckt? Ja, hier ist so einer von diesen Hähnen. Ich schnapp ihn mir mal. Wut, wut, wut. Komm her, Hühnchen. Komm. Komm. Na? Hallo, Huhn. Oh! Ah! Er macht dich platt. Hier ist ein Wildschwein. Hier ist ein Wildschwein. Geil. So richtig mit Hauern und so. Okay. Feral Pixie for. Alles klar. Poison Resistance Potion habe ich ein Rezept für bekommen. Geil. Cool. Aber die Bäume hier sind ein bisschen auch anders, ne? Da sind so Lianen, die herunterkommen. Also das Ganze ist hier so ein bisschen urwaldmäßiger. So, komm her, Hühnchen. Chizard. Bock, 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 bock. So. Meins. Komm her, Hühnchen. Ich hab Hunger. Au. Was ist das denn? Nein, wie geil. Shred-Shreff. Wie geil siehst du denn aus? Das ist eine Maus. Und der Schwanz von ihr brennt. Okay. Das ist ja geil. Ich würde jetzt gerne den Teleporter hier hinsetzen, aber Dann dann ist unsere werde ich meine Bude weg. Hose. Geil ist das denn? Aber ich könnte meinen hier Shred hinsetzen. Aber ja, doch, ich könnte meinen hier hinsetzen. Das bringt ja nichts, wenn du deinen hinsetzt. Doch, jetzt kannst du deinen setzen. Ach so, bist du in Ich in bin in unserer der Bude? Burg, ja. Alles klar, pass auf. Dann Ich habe meinen gesetzt. setze ich mal Teleporter. Komm sofort. Das musst du dir angucken. Das ist so geil. So, komm her. Es ist. Oh nein. Ich liebe diese Developer. Ey, die sind irre, die Typen. Guck dir das Ding mal an. Hier. Ja, ich lade noch. Achso, du jetzt noch. Ich sehe dich nämlich schon. So, komm her. Guck dir das Ding mal an. Du lachst dich tot. Das denn? Vor allem das Blatt da um den Hals. Das Ding ist zu geil, ne? Ja. So, Kleiner. Wir brauchen, was auch immer du bei dir hast. Boah, das hält aber Oh, der geiles aus, das hält Ding, ne? was aus, ja. Fruit Geil, Jail. so eine Lunte oder so, ne? Ja. Krass. Krass, krass. Aber die Gegend hier ist auch Also so so Dschungel, eher ne? urwaldmäßig, ne? Ja. Genau. Guck dir mal diese Bäume hier an. So mit diesen flachen. Das sieht wieder aus wie in Afrika, so in so einer Ja, Savanne, genau, so oder? ein bisschen Afrika-mäßig, genau. Sehr geil. Und auch die Vines, die so runterhängen, ne? Ja. Cool. Das ist hier doch auch Wüste, ne? Savannagras. Ja, wir sind in der Savanne. Ah, dann passen die Bäume echt Und da geil. hinten. Da hinten ist eines von diesen fiesen Schweinen. Das Braune. Siehst du das? Alle? Achso, du bist gerade weg, ne? Ja, ich hatte die Wenn genau du dem passt. zu nahe kommst, wenn du dem zu nahe kommst, dann greift dich das an. Aha. Und das ist hart, oder wie? Naja, ich hab's der gekloppt, ne? Aber. Oh, es hat mich gesehen. Sieht aus wie Ich muss bei jetzt üben. über König der Löwen. Ja, ne? Ah ja, Fell. No. Ah ja, Poison Resistance Potion, okay.
Ah, da ist noch einer von diesem Shredder-Schroof oder so. Yeah. Attacke. Willst du es nehmen? Aber bringt kein Rezept. Hast kein Rezept bekommen? Ah ne, ich habe auch keins bekommen. Ne, für Okay. den Shred True Tail nicht. Ich hab für das Schwein, da habe ich ein Rezept bekommen. Genau, Oh, diese guck mal, Blumen. Poison Wildflower. Poison Resistance Inventory Potion. voll? Wieso ist mein Inventory voll? Das weiß ich nicht. Mein Inventory ist voll, so ein Mist. Was ist denn hier noch? Ich kann keine Wildflower nehmen. Warte, ich guck mal, ob die was bringt. Bringt kein Rezept. Oh, ich brenne, ne? Au. Okay, die Typen können dich anzünden. Ja, musst du aufpassen. Ach, die Mäuse, ja. Ja. Das Gras hier ist auch neu. Schrapp. Diese ganzen Habitate. Habitate? Genau. Da haben sie schon echt geil gemacht. Guck mal hier, die Palmen auch. Ja. Oh, hier ist noch so ein Eber. Guck mal, so ein gelber mit Horn Und und guck mal, was Zopf. hier ist. Alter, wie Ja, den meine ich Bosshock. ja. Komm, auf den Bosshock. Okay. Aua. Au. Ah, hier sind wir, glaube ich, safe. Alter. Na? Boss Hog Oh, der Task. hat Bosshock. Ja, aber ich bin voll, ne? Das heißt, du musst wahrscheinlich den Task mitnehmen. Bring kein Rezept. Seashells. Oh, Leder. kleine Krabbe. Was ist das? Shorewood. Auch noch nicht. Die Palmen sehen ja auch echt geil aus. Ja. Ob es da oben Kokosnüsse gibt? Das wird lustig. Ah, mein Inventory. Was kann ich wegschmeißen? Shorewood Irgendwas muss ich Leaf. wegschmeißen. Das ist hier wieder weggeschmissen. So, mal gucken, ich bin oben. Aber Kokosnüsse sehe ich hier nicht. Keine Kokosnüsse. Aber das wäre cool. Kokosnüsse wären geil. Aber ist wahrscheinlich zu schwer zu. Wo brauchst du auch nur so ein Vierer-Ding, ne? So ein Klotz Ja, hinbauen. eben. Also von unten sieht es so aus, als wenn das hier Kokosnüsse sein könnten. Ah, wahrscheinlich nur so dargestellt, als ob, ne? Genau. Ah, hier ist ein gutes Sprungbrett ins Meer. Okay, Leute, wir gehen baden. Geronimo! Das war ein Sprung. Mindestens 10. Ist mein Inventory wieder voll? Weil du da abbaust. Ja, aber dieses Shorewood, da habe ich noch keinen vollen Stack, ne? Die zünden einen aber auch echt gut an, diese Mäuse. Jetzt hätten die so einen kleinen Flammenwerfer. Aber dann kann man auch gut ins Wasser springen, wenn man brennt. Und dann ist man wieder gelöscht, ja? Ja, das klappt.
auch ganz oben, aber eigentlich will ich nur wieder runter. Ja, hier oben ist ja halt nichts, ne? Das ist der Punkt. Wäre hier oben etwas, dann Dann wäre wäre ja cool. super. Ach du Scheiße. Night Shizzard. Hilfe! Ein was? Night Shizzard. So ein Gockel da. Ach. In der Nachtversion. Alter, hält er viel aus. Wo bist du denn? Du bist wieder ganz woanders. Ja, ich war runtergegangen. Ich bin ja runtergesprungen. Warte, ich komm mal. Oh, Scheiße. Uah, Loch. Mitten ein Loch im Strand. Was ist das denn? Ein Loch im Strand? Ja. Geht's auf einmal nach unten. Ach du Kacke. Ich habe hier jetzt auch jemanden, der, glaube ich, mich gesehen hat. Wo hockst du denn gerade? Auf einem Baum. Ach, da oben, ja. Hier unten hast du ein paar Krabben aktiv gerade. Ein paar ist gut, ey. So, die 5, 6 Krabben sind hier unter deinem Baum. Die können da auch ruhig bleiben. Ich möchte mit denen nicht spielen. Scheiße, ey, das sind so viele Monster hier. Wahnsinn. Ja, nachts ist echt übel, ne? Ja. Das haben sie extrem verschärft. Ehe, ich sehe dich endlich mal. Na komm, Geronimo. Wie, soll ich runter? Ab ins Wasser. Stirbt man nicht, wenn man ins Wasser springt? Nee. Also aus zu hoher. Nee, kriegst keinen Schaden. Okay. Ich bewerte deinen Sprung auch, komm. Na gut. Geronimo. Yeah. Plosch. So, hier sind ganz viele Mobs. Oh. Naja. Ja. Wir wollten wieder Richtung in die Basis eigentlich. Ja, lass uns Richtung Basis kommen. Lass uns teleportieren. Auf meinen jetzt. Ne? Ach, guck mal, kann es sein, dass diese Blumen leuchten? An diesen Bäumen, diese gelben? Weiß Ich habe so das Gefühl. Na gut, egal. Egal. Die Gockel. die Gockel? Ach, die Gockel, ja. Ja? Der eine hat mich bemerkt und möchte spielen. Na, wie gefährlich seid ihr? Au, oh, Alter, die sind sehr gefährlich. Die Ja. sind sehr gefährlich. Die haben es in sich. Einen habe ich platt bekommen. Ja, toll. Ah, egal. Egal. Egal ist 88. Bist du auf dem Weg zur Basis? Ich bin schon drin. Oder treibst du dich noch irgendwo? Ach so. Wieso nehme ich eigentlich nicht den Teleporter? Du musst nur meinen jetzt nehmen. Ich frage mich das nur gerade so. Ja, weiß ich auch nicht. Bist halt ein Rumtreiber, ne? So, Glasdach ist fast fertig. Müssen nur mal gucken, wo wollen wir denn einen Aufgang haben? Ja, wir haben da ja diese provisorische Treppe, aber ich weiß nicht, ob wir die weiter behalten wollen oder ob wir in der Mitte irgendwie so eine Wendeltreppe machen oder so. Gut, also ich habe jetzt erstmal überall hingemacht.
Ja. Was wollen wir hier? Nächste Ebene wollten wir. Ich glaube, Holzwände machen, ne? Ich glaube ja. So Holz, dann Stein. Wir wollten Was das ja so. natürlich bedeuten würde, dass wir ganz viele Wood Slabs brauchen, ne? Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn für eine Holzwand? Wood. Naja. Ich schaue auf die Uhr. Es ist mal wieder Zeit, Schluss zu machen. Ist auch ganz gut. Wir sind ja gerade wieder in der Basis und dann können wir beide wieder unser Inventar ein bisschen aufräumen. Ja, und in der nächsten Folge geht's weiter, ne? Ja. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal die Gegend in die andere Richtung an. Was hältst du davon? Also nicht Richtung Wald, sondern genau entgegengesetzt. Ja, gut. Also Plan für nächste Folge steht. Wir werden jetzt ein bisschen unser Inventar aufräumen und bedanken uns fürs Zugucken und bis bald. Ciao.